Mit dem Start der neuen Season wurden wieder alle Ranks resettet und außerdem hat Epic das Rank-System deutlich verändert. Deswegen zeige ich euch im heutigen Video, wie ihr den Unreal Rank diese Season schnell und easy erreichen könnt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich zeige euch heute nämlich alles, was ihr braucht, also Tipps, Strategien und vor allem, was Epic an dem Rank-System verändert hat, denn das solltet ihr unbedingt wissen. Aber generell zeige ich euch einfach alles, was ihr braucht, um diese Season schnell den Unreal Rank zu erreichen. Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Kommen wir erstmal zu den Änderungen, die Epic an dem Rank-System vorgenommen hat. Und zwar hat Epic dazu offiziell in ihrem Blogpost geschrieben: Wir haben den Fortschritt in den höheren Rängen etwas verändert, um es schwieriger und dadurch lohnender zu machen, Unreal zu erreichen. Und das ist auf jeden Fall nicht so gut, denn das heißt, Epic hat es schwieriger gemacht, in zum Beispiel Champion und Elite aufzusteigen, um dann letztendlich den Unreal Rank zu erreichen. Und das sind natürlich keine guten Neuigkeiten, denn so ist es nur noch schwieriger geworden. Aber keine Sorge, Leute, mit den Tipps heute könnt ihr es trotzdem schaffen, mit ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit. Und den zweiten Punkt, den Epic Games reingeschrieben hat in den Blogpost: Es werden keine Punkte mehr dafür vergeben, ohne Schaden zu überleben. Das bedeutet quasi, dass ihr einfach nicht mehr campen könnt, denn früher war es ja noch so, wie es auch der Bushcamp Dad gemacht hat, dass ihr einfach bis zum Ende campen könnt, dann irgendwann in der Top 5 oder so sterbt und dann trotzdem plus paar Prozente bekommen habt, auch wenn ihr keinen Damage gemacht habt. Aber wie ihr es gehört habt, ist es jetzt so, dass ihr Damage machen müsst und nicht mehr campen könnt, um wirklich Prozente zu machen, was wir natürlich alle wollen. Deswegen beachtet auf jeden Fall, dass ihr jetzt auf keinen Fall mehr campt. Natürlich könnt ihr immer noch ein bisschen campen, um ein bisschen Zeit zu schinden oder nicht direkt zu sterben, aber auf jeden Fall müsst ihr den Hauptteil des Games Kills machen und aktiv spielen, anstatt zu campen. Was auf jeden Fall natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, um richtig schnell aufzusteigen, ist der Modus, den ihr spielt. Denn es gibt ja diese Season wieder die verschiedenen Game Modes, nämlich Solo, Duo, Trio oder Squad. Und rein faktisch her ist definitiv der Solo-Modus der beste Modus, um schnell den Unreal Rank zu erreichen und schnell aufzusteigen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es der einfachste und beste Modus ist. Deswegen vergleichen wir jetzt mal die Vorteile für den Solo-Modus mit den Nachteilen. Und wir fangen an mit den Vorteilen und das sind vor allem die, dass man schneller Kills machen kann. Denn wenn du einen Gegner siehst, kannst du ihn entweder Headshot snipen, hast einen Kill, kannst ihn schnell pushen und hast einen Kill. Und im Duo oder vor allem Trio oder Squad dauert es sehr lange, bis ihr überhaupt ein Team holt. Vor allem in Squad kann ein Fight richtig lange dauern und vielleicht holt ihr dann nicht mal das ganze Team. Und in Solo geht das Ganze relativ schnell. Außerdem kriegt man meiner Erfahrung nach und von vielen anderen, die es auch sagen, in Solo mehr Prozente. Ihr hattet es bestimmt auch schon mal, dass ihr zum Beispiel einen 16 Kill-Win oder so gemacht habt in Squad, aber dann irgendwie nur 10% oder so bekommen habt. Während ihr zum Beispiel in Solo für einen 16 Kill-Win, kommt drauf an, in welchem Rank ihr seid, 20-50% bekommen würdet. Oder eben weniger in Champion. Natürlich ist es in Solo auch schwieriger, 16 Kills zu machen, aber ihr wisst, was ich meine. Außerdem ist ein weiterer Vorteil des Solo-Moduses, dass ihr jederzeit spielen könnt. Also ihr müsst nicht immer erst Mates finden und warten, bis diese on kommen. Ihr könnt einfach immer spielen, wenn ihr on seid. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen, wenn ihr Solo spielt. Und zwar sind das erstmal, dass man in Solo nicht so richtig geile Streaks bekommen kann. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit eurem Mate so richtig im Flow seid und dann mehrere Runden hintereinander in die Top 5 kommt oder gewinnt oder so. Aber in Solo passiert das nicht so häufig, zumindest bei mir. Außerdem ist ein gutes Team definitiv besser als Solo. Denn wenn ihr wirklich einen guten Duo-Mate habt oder ein gutes Trio, dann ist es viel, viel besser als Solo, weil ihr so jede Runde fast gewinnen könnt und generell einfach viel besser placen könnt. Außerdem kann man in Teams natürlich hochgeholt werden. Das heißt, die Games können nicht nur wegen einem einzigen Fehler enden, wenn man dann gewonepumpt wird oder so, dann Shot misst, sondern man kann immer wieder hochgeholt werden und gerebootet werden, weshalb man so auch im Durchschnitt viel länger überlebt. Und außerdem, der Hauptpunkt, es macht viel mehr Spaß im Team zu spielen und deswegen seid ihr automatisch besser, weil Solo einfach nicht so viel Spaß macht und man auch echt oft ausrastet und ich denke, das ist bei den meisten so. Machen wir jetzt weiter mit dem Playstyle, den ihr spielen solltet, also wie ihr spielen solltet, je nachdem in welchem Rank ihr seid. Und erstmal würde ich euch da auf jeden Fall empfehlen, bis Platin, falls ihr nicht so gut seid, oder auf jeden Fall bis Diamond oder Elite, zu W-Keyen, also viele Gegner zu pushen und einfach so viele Kills wie möglich zu machen. Denn so maximiert ihr wirklich eure Schnelligkeit beim Unreal.com. Und ich denke, die meisten von euch schaffen es wirklich bis Platin auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar Diamond oder Elite, noch die meisten Gegner easy zu holen. Und wenn ihr das am Anfang ausnutzt, denn natürlich in Champion oder Elite könnt ihr nicht mehr W-Keyen, wenn ihr das dann in den tieferen Ranks ausnutzt, dass ihr dort W-Keyen könnt, werdet ihr auf jeden Fall viel, viel schneller Unreal kommen, weil ihr eben diesen Part von Bronze oder je nachdem, wo ihr eingerankt wurdet, bis die Elite um einiges verschnellert. Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ab Diamond einen etwas saferen Spot zu wählen. Also vielleicht nicht mehr bei Olympus zu landen oder bei anderen neuen Orten oder Main-Orten. Außer, auf jeden Fall eine Ausnahme, ihr seid entweder richtig gut und schafft es trotzdem oder ihr macht euch einfach einen guten Plan und eine Loot-Route. Denn ihr kennt das ja, das sage ich ja öfters und ich denke, das wisst ihr auch. Wenn ihr den Landespot richtig gut kennt,
eine Loot-Route habt und immer den besten Drop habt, dann ist das auf jeden Fall genauso gut wie ein anderer Dropspot. Denn wenn ihr den immer überleben könnt, ist es natürlich besser, wenn ihr in einem Main-POI seid, als wenn ihr bei irgendeinem kleinen Spot landet. Außerdem, falls ihr noch nicht euren Landespot für die Season gefunden habt, kann ich euch nur mein letztes Video empfehlen, wo ich die besten Landespots dieser Season gezeigt habe, die bisher gefühlt noch keiner kennt. Also schaut euch das Video auf jeden Fall nach dem Video hier an, falls ihr nochmal schneller Unreal kommen wollt. Dann ganz wichtig ist es, dass ihr, egal in welchem Rank ihr seid, nicht campt, denn ihr kennt ja die Änderung von gerade, sondern auf jeden Fall immer pusht, egal in welchem Rank ihr seid. Aber ganz wichtig ist es, in den höheren Ranks schlau zu pushen und nicht so oft zu pushen. Das heißt, den Champion solltet ihr immer noch ab und zu einen Gegner pushen, weil ihr braucht ja eben Kills und Damage. Aber das Ganze solltet ihr dann schlau angehen, zum Beispiel nicht den größten Sweater pushen, der das krasseste Movement hat und die krasseste Skin-Kombo. Und ja, Leute, ich finde, die sagt auf jeden Fall was aus, die Skin-Kombo. Aber auf jeden Fall solltet ihr darauf beachten, wen ihr pusht und wie ihr den pusht und in welchem Moment. Also zum Beispiel ist es sehr gut zu Third-Partien, also abzustauben, oder schlechte Spieler zu pushen, wo ihr seht, dass die nicht so gut sind. Und dann, wenn ihr final im Champion-Rank seid, solltet ihr immer versuchen mit so 3 bis 4 Kills. Es geht auch 2, aber so ein Kill ist schon nicht so gut. Und vor allem auf keinen Fall 0 Kills haben. Mit dieser Killanzahl dann in die Top 10 zu kommen. Denn wenn ihr das consistent macht, dann werdet ihr auf jeden Fall in wenigen Stunden Unreal kommen. Also wenn ihr immer mit den ein oder anderen Kill in die Top 10 und Top 15 kommt, dann wird es auf jeden Fall nicht lange dauern, bis ihr dann von Champion auf Unreal aufsteigt. Jetzt kommen wir mal zu dem Loadout, was ihr spielen solltet, aber nicht zum genauen Loadout, weil ich finde, diese Season kann man das gar nicht genau sagen, sondern eher zu ein paar spezifischen Sachen, die ich euch empfehlen würde zu spielen. Und zwar sind das einmal die Flügel und der Zeus-Blitz, aber das nur bis Elite oder Champion eher gesagt. Denn auf jeden Fall könnt ihr damit perfekt pushen, ihr könnt mit den Flügeln jeden pushen und gut rotieren und mit dem Zeus-Blitz auch jeden, der eingeboxt ist, komplett überraschen und easy töten. Das Problem ist eben nur, warum ich auch gesagt habe, bis Champion, wenn ihr einen guten Spieler trefft, der seht, dass ihr auf Flügeln seid, dann seid ihr auf jeden Fall schon tot, denn dann wird er euch in der Luft töten, denn ihr wisst ja, die Hitbox von den Flügeln zählt auch dann als eure Hitbox und dann beim guten Spieler ist man auf jeden Fall direkt tot. Und außerdem, der Zeus-Blitz lohnt sich da auch nicht mehr so krass, könnt ihr aber trotzdem noch spielen. Denn wenn dein Gegner euch sieht, wie ihr den macht und einen Sniper hat oder gutes Aim habt, dann seid ihr auch innerhalb von ein paar Sekunden tot, weil ihr nicht aus der Animation rauskommt. Außerdem würde ich euch auch noch empfehlen, einen Sniper zu spielen, aber nur falls ihr gutes Sniper-Aim habt, denn das kann echt immens beim Aufranken helfen, falls ihr euch mal ab und zu den ein oder anderen Headshot-Snipe-Kill abholt. Bevor wir jetzt noch zu ein paar generellen Tipps kommen, würde es mich freuen, wenn ihr jetzt schon das Video bis hierhin geschaut habt, falls ihr meinen Kanal abonnieren könntet und die Glocke aktivieren könntet, denn so verpasst ihr keine weiteren Tipps und Tricks mehr zu dieser Season und generell zum Thema Fortnite. Also falls ihr besser werden wollt, dann macht das jetzt auf jeden Fall und abonniert den Kanal. Ihr könnt ihr auch jederzeit wieder deabonnieren. Und falls euch meine Videos gefallen oder helfen und ihr mich ein bisschen finanziell unterstützen wollt, tragt gerne meinen Creator-Code Lenny-OG im Itemshop ein. Denn das Ganze ist kostenlos, geht mega schnell, aber supportet mich mega. Also falls ihr mich wirklich sehr, sehr doll supporten wollt, dann tragt den ein. Außerdem will ich diesen Monat noch die 200 Unterstützer knacken. Und wir sind gerade schon bei 150. Also falls ihr mich supporten wollt, macht das. Tragt meinen Creator-Code ein, Lenny-OG. Und jetzt geht's weiter mit den generellen Tipps. Fangen wir da auf jeden Fall an. Das habe ich gerade schon mal so nebenbei erwähnt, dass ihr, wenn ihr merkt, dass ihr von einem Blitz angegriffen werdet, also falls ihr es ziemlich früh merkt, während der Gegner dann gerade hochsteckt und in der Animation ist, dann könnt ihr den Gegner auf jeden Fall easy töten, indem ihr eure Sniper zückt oder was auch immer, AR oder so, und den Gegner dann einfach richtig schnell weglasert, denn ihr könnt ja easy auf den Kopf zielen und ihn dann komplett totlasern oder weil er sich ja in der Luft nicht bewegt. Und so habt ihr dann den einen oder anderen Freekill und spart euch, dass ihr von dem Blitz sterbt. Aber das werdet ihr euch nicht jedes Mal sparen können, denn manchmal kann man einfach nichts gegen den Blitz machen und wird komplett weggeballert. Und deswegen denke ich mal, dass Fortnite den eh noch nerven wird. Dann, das habe ich eben schon mal so halb erwähnt, aber es ist wichtig, dass ihr mehr Kills am Ende macht als am Anfang, denn die zählen laut Fortnite mehr. Da am Ende eben nur noch bessere Spieler leben, zählt in Fortnite die dann mehr, weil ihr halt dafür mehr Skill braucht. Also fokussiert euch nicht darauf, am Early Game oder so Kills zu machen. Ist natürlich auch gut, aber am Ende bringen die Kills mehr Prozente. Außerdem ist diese Season mal wieder immens wichtig, auf Third Parties aufzupassen. Da es eben wieder so viele Moving Items gibt. Es gibt Impuls, Autos, Flügel vor allem und generell alle Moving Items. Das heißt, sehr, sehr schnell werden Gegner, wenn sie irgendwo Schüsse hören, zu euch fliegen und dann abstauben. Und das solltet ihr natürlich auch machen, aber eben auch darauf aufpassen. Und ja, Leute, das war's jetzt auch schon mit den Tipps. Falls sie euch gefallen haben, haut auf jeden Fall ein Like rein. Wie gesagt, falls ihr besser in Fortnite werden wollt, abonniert den Kanal. Und falls ihr mich finanziell unterstützen wollt, tragt meinen Creator-Code Lenny-OG ein, das nächste Mal, wenn ihr im Fortnite-Item-Shop seid. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Falls ihr noch einen Landespot braucht, schaut euch mein Landespot-Video an. Ist jetzt in der Endcard verlinkt und ciao.